Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich bin in der letzten Zeit, fragen Sie mich nicht, warum, wieder mal dazu gekommen, das ein oder andere Buch zu lesen. Und eines, das mir sehr gut gefallen hat, war von Georg von Wallwitz, die große Inflation, als Deutschland wirklich pleite war. Das war die Hyperinflation vor etwa 100 Jahren, also so ganz grob von 1914 bis 1923. Und der Mann, er ist studierter Philosoph und Mathematiker. Und er ist selbstständiger Fondsmanager und auch Mitarbeiter einer Vermögensverwaltung in München. Der hat dieses Thema, die große Inflation, ganz hervorragend gelöst. Das Buch ist übrigens schon 2021 erschienen, als die Inflation bei uns noch relativ niedrig war und vor allem die Europäische Zentralbank und damals auch die FED, die US-Notenbank, Stein und Bein geschworen hat, das sei ein vorübergehendes Phänomen. Jetzt wissen wir, dass es überhaupt nicht so ist und das macht dieses Buch noch viel aktueller. Und was mir ganz hervorragend dabei gefällt, sind zwei Dinge. Erstens mal, der Mann, also Georg von Wallwitz, hat hier das Thema lebendig gemacht, indem er auch unter anderem neben der ganzen Analyse vier wichtige führende, damals führende Zeitgenossen auch porträtiert hat, nämlich den Reichsbankpräsidenten Hafenstein oder den Ökonomen Karl Helfferich, vielen nicht mehr bekannt, oder den industriellen Hugo Stinnes, der durch Gewandtheit und Bauernschleue und natürlich auch mit Qualitäten eines guten Unternehmers, aber auch durch eine schwache Währung und das Exportgeschäft angetrieben, reich geworden ist, aber auch Walter Rathenau. Also hier ist durch Porträts das Thema lebendig gemacht worden. Und der zweite Punkt, der mir sehr gefallen hat, war oder ist, dass hier nicht nur so, wie es die Zeitungen immer machen, geschrieben wird, welche ökonomischen, welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen das Thema Inflation hat, nämlich das Absenken der realen Kaufkraft der Menschen, das Zerstören von Ersparnissen und so weiter und so fort, dass hier mehr die politischen und die gesellschaftlichen und die gesamtpsychologischen Folgen im Vordergrund standen. Und dazu mal ein paar kleine Textauszüge. Hier heißt es zum Beispiel, die Umwälzung der Preisverhältnisse führte zur Umschichtung der Besitzverhältnisse und produzierte damit sozialen Sprengstoff erster Güte. Die politischen Extreme fanden immer mehr Zuspruch und bürgerkriegsartige Gewalt erschütterte das Land in immer kürzeren Abständen. Es war eine Zeit und eine Gesellschaft ohne Halt, ohne Ziel, in der sich die meisten Menschen enttäuscht vom Staat und seinen Eliten bald nur noch um sich selbst drehten, gedankenlos den nächsten unberechenbaren Tag erwartend. Da ist einiges drin, was uns bekannt vorkommt. Die große Unsicherheit, dass man nicht weiß, wie es weitergeht, dass man morgens aufwacht und sich fragt, was hören wir eigentlich heute von der Ukraine, wie hoch ist die Inflation jetzt dann gewesen, vielleicht in diesem Mai, wir kriegen die Zahlen ja sehr bald. So, und dann heißt es hier auch an einer anderen Stelle, das ist noch im ersten Teil des Buches, da Geld eine in alle Lebensbereiche hineinreichende Ordnungsfunktion hat, wirkt seine Zersetzung wie ein Krebsgeschwür in der Gesellschaft. Inflation bedeutet das Ende aller Planung und Hoffnung. Sie reduziert den Zeithorizont auf den täglichen Überlebenskampf. Und wie ein Tumor breitet sie sich plötzlich an Stellen aus, wo niemand sie erwartet hätte. Die Furcht vor der Inflation ist wohl begründet, denn sie bringt weit mehr mit sich als nur den Verlust des Geldes. Genau darum geht es. Und das betont und bearbeitet Georg von Wallwitz in diesem Buch immer wieder. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil man hier ganz deutlich sieht, dass Inflation wirklich weit mehr ist als Geldentwertung, als Zerstörung von Ersparnissen, dass sie nämlich am Ende großes, schlimmes Gift für die Gesellschaft ist. Und dann schreibt er an einer Stelle hier, und das ist jetzt ein aktueller Teil, der sich auf das Gefühl bezieht, dass wir so nach der Finanzkrise 2008 und 2009 hatten, als die Notenbanken die Welt geflutet haben mit Liquidität und die Börsen immer weiter hochgegangen sind. Da schreibt er hier, die Horse an den Aktienmärkten ist an der Mittelschicht, aus der die klassischen Sparer nach wie vor stammen, weitgehend vorbeigegangen.
Weite Teile der Bevölkerung beschleicht ein finanzielles Panikgefühl. Egal, wo ich meine Ersparnisse investiere, wahrscheinlich gehen sie zum Teufel. Das ist was mir auch in meiner Arbeit ständig von den Menschen geschildert wird. Wie in den frühen 1920er Jahren gibt es eine neue Klasse von Spekulanten. Und wie damals wird das Abenteuer Finanzmarkt nicht für alle gut ausgehen. Es tut sich eine Schere auf zwischen den neuen Schichten der Gewinner der digitalen Revolution und den vielen Verlierern der Umwälzung. Das wiederum führt zu Ressentiment, politischer Polarisierung und Korruption. Das Vertrauen in das staatliche Geld schwindet. Und das sieht man ja an den Irrekursen zwischendurch bei Bitcoin und anderen digitalen Währungen, anderen Kryptowährungen. So, und jetzt will ich Ihnen mal einfach noch zwei, drei Textstellen hier aus dem mittleren und hinteren Teil des Buches weitergeben, in der Hoffnung, dass es dem Verlag nicht zu viel wird. Es ist einfach fantastisch, wie das beschrieben worden ist, wie sich das Gift ausbreitet. Und eine der Stärken des Buches ist auch, dass hier wichtige Zeitgenossen der großen Inflation vor 100 Jahren auch ausführlich zitiert worden sind. Zum Beispiel Elias Canetti, der 1923 in Frankfurt seine Abiturprüfung ablegte. Und er hat später eine Studie geschrieben, die hieß Masse und Macht. Und da heißt es, Zitat, man kann sagen, dass es in unseren modernen Zivilisationen außer Kriegen und Revolutionen nichts gibt, das sich in seiner Tragweite mit Inflationen vergleichen lässt. Die Erschütterungen, die sie bewirken, sind so tiefer Natur, dass man es vorzieht, sie zu verheimlichen und zu vergessen. Die früheren Verdienste zählen nicht mehr, der Einzelne verliert das Persönliche, das er um sich aufgebaut hat, und findet sich in der Masse erniedrigt. Das stammt natürlich aus einer Zeit der Hyperinflation, da gab es ein, zwei Nullen mehr, zumindest phasenweise, als wir das heute haben. Wir haben jetzt eine offizielle Inflation von über 7% in Deutschland, und die wir erleben in den Supermärkten, an den Tankstellen, bei den Energierechnungen und so weiter, die sind natürlich höher. Wir haben das bestimmt schon zweistellig, aber auch hier spürt man ja die ersten Schleifspuren, und es ist interessant zu sehen, wie das hier beschrieben wird, wie das damals war. So, und dann schreibt er an einer Stelle auch, dass der Absturz der Mark gewisse Erwartungen in den Köpfen, und zwar Erwartungen über immer höhere Preise, verankerte. Da heißt es, die Deutschen hatten bis dahin in einer Welt gelebt, und jetzt kommt etwas, das uns sehr bekannt vorkommt, in der es keine Inflation gab. So dauerte die Gewöhnung an den unangenehmen neuen Gedanken. Es dauerte auch, bis die Menschen die Konsequenzen der Inflation begriffen. Da sind wir ja auch noch nicht. Unter anderem ist das auch ein grober und großer Fehler, ein unverzeihlicher Fehler der Medien, die das nicht besser thematisieren, aber vor allem der Bundesregierung, die der Inflation nicht die Priorität gibt, die sie haben sollte, nach dem, was wir damit erleben als Menschen in diesem Land. Jetzt geht's hier weiter. Es dauerte auch, bis die Menschen die Konsequenzen der Inflation begriffen. Denn einen unschönen Gedanken weiterzuspinnen, ist ein freudloses Geschäft. Zu gerne glaubten sie den Versicherungen von Regierung und Reichsbank, die Preissteigerungen seien ein vorübergehendes Phänomen und Deutschland werde bald wieder zum Goldstandard zurückkehren. Diese Versicherungen und Versprechen, dass es sich da um ein vorübergehendes Phänomen handelt, haben wir alle noch zu gut in Erinnerung. Jetzt wird auch hier Friedrich Nietzsche zitiert in diesem schönen Buch. Und da geht's um den Begriff des Ressentiments, und das finde ich ganz hervorragend auf den Punkt gebracht. Dieses, also das Ressentiment, dieses entsteht in Menschen, die sich zurückgesetzt oder gedemütigt oder ungerecht behandelt fühlen. Es kommt auf, wenn der Betroffene ohnmächtig ist, gegen den Missstand vorzugehen und dabei nicht resigniert, sondern einen Rachegedanken kultiviert, ohne Kraft und Mut ihn auszuführen. Er findet sich nicht damit ab, dass er nicht erfolgreich widerstehen kann. Es nagt an seinem Selbstwertgefühl, etwa wenn er ein als ungerecht empfundenes Gerichtsurteil ertragen muss. Wie oft mussten wir das ertragen in den letzten 2 Jahren? Und dann geht's hier weiter. Das Ressentiment richtet sich
gegen den begabten Klavierspieler oder Mathematiker, gegen den überlegenen Fußballverein oder gegen den erfolgreichen Geschäftsmann, gegen Menschen oder Institutionen, gegen die wir nicht ankommen, aus Gründen, die uns gegen den Strich gehen. Die Unfähigkeit zur reinigenden Tat lässt ein chronisches Leiden, eine Vergiftung an Leib und Seele entstehen, eine Verdunklung des Herzens. Das ist etwas, was ich leider sehr oft jetzt schon auch beobachte. So, und dann haben wir noch eine Textstelle, die wollte ich auch unbedingt noch weitergeben. Da geht es auch nochmal um das Thema Ressentiment. Das Ressentiment gegenüber den Mitbürgern, dem Staat, den Ausländern durchzog die ganze Gesellschaft. Jeder, der eine Summe schuldete, versuchte diese so spät wie möglich zu zahlen, in der Hoffnung auf eine weitere Entwertung des Geldes und stachelte so die Wut des Gläubigers an. Es schien, als stünde jeder mit jedem in Konflikt. Die Arbeiter und Angestellten gegen die privaten und öffentlichen Arbeitgeber, die Bauern gegen die Städter, die Großhändler gegen die Einzelhändler, der Staat gegen die Steuerzahler, die Schriftsteller gegen die Verleger, Kommunisten gegen Faschisten, Sachsen gegen Bayern. Die Liste ließe sich noch sehr weit verlängern. Jeder kämpfte um seine Existenz und jeder war sich der Nächste. Selten war der zivilisierende Effekt des Geldes so offensichtlich. Da beschreibt er bis ins Mark, bis in die gesellschaftliche DNA hinein die Wirkung einer Inflation. Ich finde das ganz hervorragend und diese Ressentiments, die zunehmen und das Bewusstsein oder das Gefühl und das Empfinden für die Unfähigkeit, etwas zu ändern, während das große Schiff gegen den Eisberg fährt. Also, das Buch habe ich richtig genossen. Das ist auch nicht so dick. Das hat hier so bis zum Quellenteil ungefähr, sagen wir mal, 280, 290 Seiten. Ist wirklich gut zu lesen. Und wie gesagt, was ich ganz hervorragend finde, hier geht es vor allem um die gesellschaftlichen, psychologischen und politischen Folgen von Inflation. Und dabei wird vollkommen klar, wie verheerend dieses Thema ist. Und wir beobachten heute, dass wir eine Regierung haben, die sich dieses Themas nicht annähernd so annimmt, wie sie es sollte.